Als nächster Redner am Wort Nikolaus Berlakovic von der ÖVP. Frau Staatssekretärin, Hohes Haus, auch ich darf Stellung nehmen zu den Nachhaltigkeitsberichten. Bisher war es ja üblich, dass börsennotierte Unternehmen Berichte über ihre Finanzkennzahlen präsentiert haben, öffentlich gemacht haben. Das ist State of the Art und das betrifft in etwa 150 bis 200 börsennotierte Unternehmen. Und um die geht es ja, also mehr als 500 Beschäftigte, 40 Millionen Euro Umsatz. Weil es hier die Kritik gibt, dass unter Umständen die Wirtschaft hier Verpflichtungen hat. Natürlich ist das immer ein Spannungsfeld. Aber ich darf das schon in einen größeren Rahmen stellen. Die Vereinten Nationen haben sich die sogenannten Millenniumsziele gesetzt, wo unter anderem drinnen steht, der Hunger in der Welt soll reduziert werden, die Kindersterblichkeit soll reduziert werden, die Bildung soll allgemein in der Welt erhöht werden. Und sie waren grosso modo erfolgreich. Es wurde tatsächlich viel erreicht beim Stillen des Hungers und bei ähnlichen Dingen. Die Nachfolgeziele sind die Sustainable Development Goals, also die UNO-Nachhaltigkeitsziele, wo alle Staats- und Regierungschefs zugestimmt haben und gesagt haben, diese Dinge sollen fortgesetzt werden, eben gesundheitliche Aspekte, Wasserversorgung der Menschen, genug Nahrungsmittel und Ähnliches. Und zuletzt wurde in Paris der Weltklimavertrag gemacht. Und das alles verpflichtet ja die Staaten und alle Gesellschaftsbereiche, hier aktiv etwas zu tun. Und in diesem Lichte muss man diese Nachhaltigkeitsberichte sehen, weil es sehr wohl einen Sinn ergibt, dass derartige große Unternehmen einen Bericht liefern, wie ökologisch ist der Fußabdruck, wie hält man es mit der Reduktion der Treibhausgase, der schädlichen und ähnlichen Dinge. Daher ist es sinnvoll. Was uns unterscheidet als ÖVP von den Grünen ist, dass wir sagen, es soll natürlich rechtverbindlich sein, aber trotzdem freiwillig sein und nicht alles staatlich reglementiert. Da treffen wir uns mit dem, was Scherer gesagt hat. Freier Wettbewerb. Ein Unternehmen, das etwas tut für die Umwelt, für die Gesellschaft, soll das durchaus auch sagen. Und es soll hier auch ein Wettbewerb entstehen der positiven Ideen. In diesem Sinne halte ich es jetzt für sinnvoll, weil wir auf der europäischen Ebene und letztendlich weltweit einen derartigen Wettbewerb brauchen, weil viele Menschen sehr wohl auf derartige Produkte schauen und bereit sind, die auch zu konsumieren, die eben ökologisch, sozial erzeugt werden. Herzlichen Dank.